Hallo und ein herzliches Willkommen zur Genoidantoria mit Muhulenia. Ach, jetzt soll ich auch was sagen? Ja, aber bitte auch so. Ich warte mal, bis du dich ausgekekst hast. Hallo, Malkondo. Hallo. Eins, zwei, drei, vier. Toll, kannst du das. Als wenn du es gelernt hättest. Ja. Oh. Das war ein falscher Fehler. Ein falscher 50er. Nö, eigentlich nur ein falscher Fehler. Mann, dieses blöde Verbauen, ey. Wie weit ist es denn noch? Es ist nicht mehr weit. Nein? Nee. Glaube ich nicht. Weiß ich aber noch nicht genau. Na super. Au. So, aber tief hier. 1, 2, 3, 4. Gleich mal eben gucken. Wie weit wir jetzt sind. Oh, schon wieder. 64 weg. Es geht ruckzuck, ne? Jo. Geht das Zeug weg. So, ich glaube jetzt, einen Block mache ich glaube ich noch. So, zwei. Ja, und dann sind wir aber auch schon angekommen. Ja, und dann denke ich, reicht's auch. Ja. Jetzt müssen wir dann halt da hinten rüber. Ja. Ach, jetzt hab ich da keine Fackeln hingestellt. Ne, dann machen wir nur einen, ne? Von der Seite aus. Ja, so. Zwei. War das jetzt bei? Ja. Das hatten wir hinten anders. Wir hatten hinten so ein Dreier-Ding. Also müsstest du die Mauer noch. Dann müsste ich noch einen genau weiter nach hinten machen, ja. Okay, warte. Genau. Und dann hier quasi. Ja, das kannst du weglassen. Hä? Ja, hier so über Eck. Also hier. Ach genau so, da, das, du willst stehst, du, genau. Das willst du haben. Du willst hier ein Eck drin haben? Ja. Hm. Was heißt hier? Hm. Na gut. Und in die Ecken außen stellen wir Blümchen. Ja, genau. Nicht gut? Doch, doch, super, klar. Das ist der neueste Schrei. Die nennen sich da Mauerblümchen. Mauerblümchen. Genau. Okay. Verdammt. 1, 2, 3, auf der Mauer, auf der 4. Lauer sitzt eine kleine Mulenia. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Echt? Jo. 1, 2, 3. Plopp. Oh, doch, da habe ich noch. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich wieder kein Gitter mehr, aber ich habe noch. Dann ist ja gut. Ja. Wenn ich den Text davon richtig kennen würde, aber leider nicht. Das ist doch einfach nur verkürzen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Mulenia. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Mulenia. Guck dir die Mulenia an, wie die Mulenia tanzen kann. Ging das nicht irgendwie so? Ja, und irgendwie. Und dann geht's doch auch wie weiter. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Mulen. Ach echt? Ja. Da glaube ich, wird immer ein Buchstabe weggelassen. Ah, das ist möglich, ja. Solange bis es dann nur noch eine kleine M. Okay. Ja, das ist schon viel zu lange, lange her. Ja, ja. Boah. Wir haben voll die große Mauer gemacht. Jo. So, wären wir auch schon eine Weile bei. Jetzt müssten wir ja eigentlich anfangen, die Nachtwache zu schieben, oder? Nachtwache? Ja. Ich glaube, so groß ist die Mauer nun auch noch nicht. Nee. Hauptsächlich ist es hier viel zu warm. Das stimmt, dafür ist das zu warm. Ich finde, du bist zu langsam. Wir können ja tauschen. Nö. Das
ist dein Job da. Ich springe hier immer von der Mauer und breche mir jedes Mal die Haxen. Immer wieder auf die kaputten Haxen fallen. Ja. Zack. So, siehst du, jetzt kommen wir hier zu dem Eck, wo wir jetzt nämlich runter müssen. Wie machen wir jetzt hier weiter? Ich guck gleich mit, warte mal. Aber guck mal, sieht das nicht schon toll aus? Ich finde, das sieht schon recht okay aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine Friedhofsmauer, aber letztendlich ist es eine Mauer, ne? Ach du, ich finde das gar nicht so schlecht. Du hast zwar recht, das hat schon irgendwie was ein bisschen von Friedhof, aber so weiß jeder gleich, was einen hier erwartet, irgendwie, wenn man hier reinmarschieren möchte. Genau. Ja, jetzt. Oh, hier ist ja noch ein Loch. Jetzt wäre ich beinahe ins Loch reingefallen. Ja, jetzt ist nämlich die Frage, wie machen wir das? Wie gehen wir da runter? Das würde ich ein bisschen aufschütten, oder? Ja, das Problem ist, wir können das ja nicht so viel aufschütten, weil sonst haben wir nachher trotzdem den, dass das so plötzlich runtergeht ins Wasser irgendwie. Ja. Hätten wir vielleicht hier schon weiter runtergehen müssen. Ja, aber da musst du ja ewig viel abtragen irgendwie. Ja, das ist ja nur ein bisschen was. Ich weiß nicht, also ich... Das ist ja nicht viel. Guck mal, wenn du hier runtergehst, dann nimmst du hier einfach einen Tacken weg. So. Und schon ist das gemacht irgendwie und dann kannst du hier den hier, die Stufe schon mal wieder eins runtersetzen. Da muss ja noch eine Reihe weg hier. Ja. So, und schon fertig wieder. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, okay, aber... Lass uns das mal ruhig so machen, da sind wir schon mal eins tiefer. Na gut, dann baue ich die Mauer jetzt hier wieder ab. Weil ich wüsste nicht, wie wir das sonst machen sollen. Hm. Jetzt baue ich die Mauer wieder ab, sagt er, und baut wirklich nur die Mauer ab. Das Gitter lässt. Ja, weil ich nicht dran gedacht hatte, dass wir das Gitter ja auch mit der Spitzhacke abbauen. Ach, du musst aber auch gleich alles so ernst nehmen. Ja, das nehme ich persönlich. So. Also, warte mal. Nee, das ist nicht richtig. Wieso nicht? Hier musst du noch nach oben. Hier muss noch fertig gemacht werden, sonst ist das Murks. Entschuldige bitte. So, das sind jetzt vier, ne? Eins, zwei, drei. So, dann heißt, wir müssten hier wieder ein tiefer gehen. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder ein tiefer. Genau, dann sind wir auch schon eins tiefer, ja beinahe schon zwei. Das ist ja okay. Ja, was mache ich denn hier? Ich habe überall die Gitter hin, nur nicht da, wo sie hin sollen. Ja. So, das heißt, wir müssen hier dann noch eine Stufe reinmachen irgendwie. Sonst sieht das ja blöd aus, dass das hier so ein Boden ist. Ja, das kümmere ich mich drum. Gut. Ja, und jetzt... So viel gewonnen haben wir jetzt auch nicht, ne? Ja, aber immerhin ein kleines bisschen, weißt du? Gut, ich ziehe das jetzt einfach mal hier so weiter. Ich gehe da jetzt einfach mal noch ein tiefer. Genau. Eins, zwei, drei, vier... So, dann wäre das nächste hier. 1, 2, 3, 4. Ja, und da pappen wir einfach jetzt ein bisschen Erde drunter. 1, 2, 3. Und dann das sollte wäre eigentlich hier der nächste. Passen. Ja. Ja, wie machen wir das jetzt am Wasser? Ja, gehst jetzt einfach mit dem Ding hier noch weiter. Willst du das einfach so weitermachen und unten nur Gitter unter, oder wie hast du dir das gedacht? So. Und dann jetzt eins tiefer noch. Ja, aber dann sind wir ja direkt auf dem Wasser sozusagen. So, das ist... Ja, es ist doch okay, genau auf dem Wasser zu sein. Mit der Mauer. Mit der Maueroberfläche. Na gut, wir versuchen das mal. Gucken wir uns mal an. Vielleicht hast du ja recht. Ich kann mir das jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Ich glaube zwar, ich weiß, was du machen willst.
Ja, ich geh noch mal Kobbel holen. Ich habe, glaube ich, zu wenig Zeugs in der Tasche, um da jetzt Warte gleich. mal. Ach so, so viel habe ich auch nicht mehr. Ja, ich will auch noch ein bisschen was anderes haben. Ich kann auch kaum noch laufen. Also, was habe ich da? Habe ich noch gebratenen Hammel. Und ich habe noch Kürbiskuchen. So. Gitter brauche ich auch noch. Dann okay, jetzt ist mein Cobblestone auch alles weg. Ich bringe neues, also. Oder du holst dir, das ist mir wurscht. Ja, das ist mir auch egal letztendlich. Also, ich bringe auf jeden Fall neues Zeug mit. Ich mache das jetzt mal so, wie ich denke, dass du das machen wolltest. So. Achso, warte, das kann ich auspacken. Schon wieder ein bisschen weniger Inventar. Kurz noch was in den Rucksack schmeißen. Was habe ich denn da noch Schönes drin? Nur Mist. Wenn wir das Ding ist, wenn wir da jetzt ja Gitter unterpacken, ne, dann hat man ja dieses Wasserbug. Ja. Das stimmt. Naja, okay, es wäre jetzt auch nicht so dramatisch, aber. Das finde ich ja ein bisschen blöde. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen doof, aber letztendlich. Aber man kann es nicht ändern. Ja. Irgendwas muss man dann schon in Kauf nehmen, ne? Ja. Hilft ja nichts. Wir müssen irgendwo auf jeden Fall auch sehen, dass wir hinten dann noch Türen reinmachen, ne? Ja, natürlich. Von einer Seite reinkommen. Wir sollten ja schon irgendwie mehrere Möglichkeiten haben. Ja, das sehe ich auch so. Sonst müssen wir mal ganz ums Dorf rumrennen. Nee, das wäre blöd. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt mal genug Zeugs in der Tasche. Komme ich wieder zu dir? Ja, ich komme gerade zu dir. Du bist in der Schmiede oder wo bist du? Nee, ich bin jetzt gerade am Fischerhaus. Ach so. Auf dem Weg zur Mauer zurück. Ach so, du bist da rumgelaufen. Toll, jetzt sind wir direkt aneinander vorbeigelaufen. Na super. So, ich bin jetzt wieder gleich. Ja, ich sehe dich da. Gleich da. Na hier, das können wir auch mal wegmachen, da den Dreck hier. Okay, ja. Ich überlege gerade noch. Ja, das habe ich mir gedacht. Und dann würde ich das so machen. Nee, so nicht. So. Da passt jetzt zwar nicht richtig Gitter rein. Finde ich auch zu nah irgendwie. Guck mir das mal an, was du da machst. Ich weiß noch nicht so genau, wo du hin möchtest. Ja. Ist das eine Mauer oder ist das auch? Das ist jetzt eine Mauer. Also ich weiß auch noch nicht genau, wo ich jetzt damit hin möchte. Ach so, du willst nur so vereinzelt Gitter reinmachen. Ach Mann, ist das blöd unter Wasser. Ich hasse das. Ist im Creative besser, ne? Ja. Das ist so einiges besser. So. Aber dann, das ist blöd mit der Mauer, das geht nicht. Die connectet nicht. Mit dem, Dings, mit der. Mit dem Cobblestone? Mit dem Eisengitter. Ach so, ja, nee, das nicht. Da war doch gerade ein Enderfutz. Ja, der läuft hier oben rum, beziehungsweise portet sich immer. Mehr so. Spassemacke. Mann, hat der mich erschrocken. Ja, das ist ja auch seine Aufgabe. Ach, Endermänner erschrecken? Ja, der ist zum Rumerschrecken da. Ah, okay. Ich bin unter Wasser, mir tut er nichts. Ja, und ich warte nur auf ihn. Da ist ein zweiter. Also hier schreit auf jeden Fall einer schon ganz derbe rum. Ja, der soll mal herkommen, der schreit da nur rum. Es war da auch zwei, ne? Ja, okay.
So. Oh, jetzt habe ich das schon wieder an Dings falsch hingepappt. Oh, 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 oh. Sollte zwischendurch mal auftauchen. Ja. Luft holen kann nicht schaden. Der Part ist sonst schon wieder zu Ende. Echt? Jo. Aber ich will doch noch gucken und gucken, was du dazu sagst. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch, ich weiß doch. Oh, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Naja, könnte besser sein, aber so schlecht finde ich es jetzt gar nicht. Nö, ich finde das durchaus gelungen. Ne? Also ich denke, das kann man so lassen. Ja, ich denke auch. Ne? Das Ding ist nur, wir kommen jetzt mit unserem Booten gar nicht raus. Müssen wir uns irgendwo einen Steg mal irgendwann außerhalb anbauen. Ja, mal, das ist ja nun auch kein Ding. Und wann fahren wir schon mal mit dem Boot? Ja, das ist natürlich richtig. Ja, es regnet so toll. Na gut, dann ist ein perfekter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Du sagst es. Machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Tschüss.